Theodor W. Adorno, Philosophische Terminologie, Band 1. Vorlesung 14 am 12. Juli 1962, Seite 161 bis Open End. Es ist mir aus Ihrem Umkreis eine Zuschrift zugekommen, in der ein junger Kommilitone mich rügt wegen der Art der Polemik gegen Heidegger. Die Zuschrift trägt die volle Unterschrift. Ich habe mich über sie sehr gefreut, denn sie ist das Zeichen von wirklicher Zivilcourage und sie scheint mir außerdem ein Index dafür zu sein, dass das, was ich Ihnen sage, um in der Sprache jener Zuschrift zu bleiben, nicht rein akademisch von Ihnen aufgefasst wird, sondern dass es Ihnen, um es weniger akademisch auszudrücken, unter die Haut geht. Ich glaube, dass ich dem Kommilitonen nicht besser meine Achtung erweisen kann, als indem ich im Detail auf seine Einwände eingehe und dabei vielleicht doch auch einiges von dem letzten Zusammenhang klarer mache. Zunächst möchte ich einen Irrtum berichtigen. Es handelt sich bei dem, was ich zitiert habe, nicht etwa um ein Stück Sekundärliteratur, sondern es handelt sich um einen Aufsatz von Martin Heidegger. Der Titel dieses Aufsatzes lautet exakt: Warum bleiben wir in der Provinz? Er ist im Jahr 1934 am 10. März erschienen in der Allemanne Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbayerns, und zwar in der Kulturbeilage zu diesem Kampfblatt, die Zu Neuen Ufer heißt. Das Missverständnis bezieht sich darauf, dass dieser Aufsatz wieder abgedruckt ist in dem Band von Guido Schneeberger, Nachlese zu Heidegger, der in Berlin beziehungsweise der in Bern im Jahr 1962 herausgekommen ist. Es handelt sich aber um die fraglos authentische Wiedergabe eines heideggerschen Originaltextes, dessen Echtheit, so viel mir bekannt ist, auch niemals von ihm oder einem der von ihm Inspirierten in Frage gestellt worden ist. Nun hat der Kommilitone damit gegen mich argumentiert, ohne im Übrigen, wie ich sagen möchte, um in keiner Weise die Loyalität ihm gegenüber zu verletzen, sich selber mit der Existenzialontologie oder mit Heidegger zu identifizieren. Dass es sich um ein unbedeutendes Nebenprodukt handele. Ich glaube, dass man in einem solchen Fall und bei Heidegger diese Kategorie nicht akzeptieren kann. Denn Sie werden sich ja daran erinnern, dass das Dokument, das ich Ihnen verlesen habe, mit einem sehr starken Pathos geschrieben ist. Und ich bin auch der Ansicht, dass jemand, der gerade mit dem Anspruch Heideggers auftritt, ein Denker zu sein und nicht bloß ein Fachmann für Philosophie, allerdings auch dafür einstehen muss. Er muss dies umso mehr tun, als hier ein sehr enger Zusammenhang zwischen dem Gefüge des sogenannten Hauptwerke und diesem Gebilde besteht. Ich möchte keineswegs in diesen Dingen
so rigoros sein, dass ich nun etwa jede kleine Kritik oder jede belanglose Nebenäußerung, die ein Philosoph geschrieben hat, heranziehen möchte, wenn es um die Argumentation gegen die sogenannten Hauptwerke geht. Aber hier hat eine Philosophie wesentlich ihre Wirkung eben daraus gezogen, dass sie so sich gab, als ob sie jene Grenzlinien des Akademischen sprengte, in die der Kommilitone mich verweisen möchte. Die Philosophie hat in dem Aufsatz einmal ganz konkret und ganz unmittelbar Farbe bekannt. Ein solches Bekenntnis zu dem, womit sie sympathisiert, kann ich unmöglich als eine Bagatelle ansehen. Im Übrigen ist offensichtlich dem Kommilitonen entgangen, dass ich die Beziehung zwischen diesem exzentrischen Text und der heideggerschen Zentralkategorie der Ursprünglichkeit, wie sie ja in dem Anspruch einer Fundamentalontologie enthalten ist, Ihnen eingehend dargestellt habe. Der Begriff des Ursprungs hängt bei Heidegger mit dem zusammen, was er lehrt über die gesamte Begriffsbildung in der Philosophie. Wir machen uns von einem relativ frühen Zeitpunkt, der wohl weit hinter Aristoteles zurückzudatieren wäre, einer Trennung schuldig, nämlich der Trennung von Sein und Seiendem, die bereits, ich würde sagen, eine Verdinglichung und er würde sagen, etwas wie Seinsvergessenheit oder Seinsverlust ist. Die Wahrheit der Philosophie soll nun allein darin liegen, dass man hinter diese Trennung, hinter dieses vergegenständliche Denken, das dann Heidegger in seiner späteren Periode in einem abwertenden Sinn Metaphysik genannt hat, zurückgreifen muss. Indem aber der Anspruch erhoben wird, dass dieses ursprüngliche Sein, auf das zurückgegriffen werden muss, eben seinerseits kein begriffliches, sondern eine allerhöchste Realität sei, nimmt all das ungeheure Dignität an, was darauf sich bezieht. Da hier in der Rede stehen Doktrin von Heidegger der Begriff des Bodens als Gegenbegriff zu einem angeblich bodenlosen Denken mit dem äußersten Nachdruck gebraucht wird, so ist man legitimiert zu fragen, was unter diesem Boden bei ihm eigentlich gemeint, gedacht wird, da nun schon dieser Boden bei ihm nicht etwas abstrakte Begriffliches ist, nicht ein Prinzip oder eine Substanz, wie in der kartesianischen Tradition sein soll, sondern eben etwas ganz Reales und da überdies die gesamte Metaphorik Heideggers dabei immer wieder auf agrikulturelle Verhältnisse zurückgreift, so hat man wohl ein Recht dazu, deren Implikationen dieses Realmodells dort nachzuforschen, wo es erscheint. Ich meine, es steht hinter diesem Ideal des Ersten als des Bodens so etwas wie der Autochtone als Leitbild oder wie ich es in einem Stück der Minima Moralia versucht habe zu explizieren. Es ist hier unreflektiert eine Vorstellung in die Philosophie übergegangen, die aus der Gesellschaft stammt. Der, der an irgendeiner Stelle zuerst gewesen ist, der als erster besessen habe, sei der Höhergeartete, der Vornehmere gegenüber dem Newcomer oder gegenüber dem
Zugewanderten.